Vielen Dank. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zur leckersten Sendung im deutschen Fernsehen. Heute machen wir ein ganz fantastisches und vor allem ein klassisches Hühnerfrikassee mit Risi Bisi und marinierte Erdbeeren mit einer Kokossahne. Das Besondere an dem Hühnerfrikassee heute ist, dass es eigentlich nichts Besonderes ist und es ist die ganz klassische Variante, wie man sie wirklich auch in sämtlichen Kochbüchern findet, weil es einfach die beste Variante ist. Eine kleine Ausnahme hat es allerdings, denn ich setze das Hühnerfrikassee ausschließlich aus Hühnerkeulen an, nicht wie man es klassisch kennt aus dem ganzen Huhn. Und warum das so ist, das sehen Sie jetzt. Gerade wenn bei mir auf dem Speisezettel tierische Produkte landen, ist die Herkunft besonders wichtig. Ich empfehle Ihnen natürlich immer wieder, kaufen Sie Bio ein, wenn es geht sogar beim Produzenten selber. Ich werde mich jetzt direkt an Ort und Stelle überzeugen, ob die Hühner wirklich so glücklich sind, wie sie immer bezeichnet werden. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich lege den Vormittags ein Ei und abends wäre ich frei. Das ist jetzt also das, was man so allgemeingültig als glückliche Hühner bezeichnet. Ist das richtig? Ja, so kann Biolandhaltung aussehen. Also es sind Biohühner. Ja. Inwiefern unterscheiden sich jetzt Biohühner von konventionellen Hühnern? Also die Hühnerhaltung wahrscheinlich, ja. Ja, die haben erstens mehr Auslauf, also viel mehr Platz. Bedeutet was? Dass sie draußen mehr Platz haben und auch im Stall, was wir uns ja nachher nochmal angucken können. Was besonders schön ist, das Glück der Hühner auf Erden oder ein Teil davon ist, dass sie die Möglichkeit haben, Sandbäder zu machen. Mhm. Da schaufeln die sich Sand ins Gefieder, schütteln das auf die Haut und das ist sozusagen deren Dusche. Okay. Damit verjagen sie das Ungeziefer. Hätte ich das früher zu Hause gemacht, hätte ich Ärger bekommen, das wäre nicht als Dusche durchgegangen. Und was hat das zur Folge? Also warum sollte ich als Konsument sagen, Mensch, mir ist das doch eigentlich ganz egal, Hauptsache ich kriege mein Hühnerfleisch. Also erstens mal finde ich, schmeckt das Geflügel ganz anders. Die Tiere wachsen langsamer oder in diesem Fall sind es ja Legehennen. Die Eier sind einfach sehr aromatisch. Die haben Auslauf. Sie haben auch einen zweigeteilten Stall mit einem Wintergarten. Das heißt, sie haben immer Außentemperatur zum Abhärten. Sie haben Tageslicht. Sie bekommen Gemüsereste, unter anderem auch wegen der Vitaminzufuhr. Mhm. Macht auch ein schönes Dotter und einen guten Geschmack. Preislich gesehen ist beim Huhn heutzutage was für ein Unterschied zum konventionellen, kann man da was sagen? Zwischen 30% und 50% teurer als konventionell. Da aber Hühnerfleisch ja nicht so teuer ist, finde ich, ist das ein verträglicher Preis. Das einmal und man muss es ja auch nicht immer essen. Ja, genau. Und das Aroma ist dafür auch ein bisschen mehr. Auch wenn ich das hier sehr gerne anschaue und das Ganze auch einen richtig schönen romantischen Charakter hat, hat jede Idylle ja irgendwann mal ihr Ende. So ist es. Das gilt leider auch für die Viecher hier. Ich brauche Hühnerkeulen und zwar ohne also nicht im Federkleid. Ja, ja, genau. Gehen wir mal in den Laden. Gut. Danke. Einmal den Eiernachschub. Jo. So. Wo kriege ich jetzt das Hühnchen? Ja. Und hier ist jetzt das Fleischliche fürs Frikassee. Sehr schön. Ich brauche auch wirklich nur Keulen, weil ich finde, dass, wenn man so ein Frikassee aus Keulen kocht, dass es wesentlich aromatischer ist. Und vor allem aus Legehennen, weil da ein bisschen mehr Kraft drin steckt. Mhm. Vielen Dank für den kleinen Exkurs. Ich gehe in die Kasse und bezahle. Danke Ihnen. Guten Appetit. Ja, ich hoffe. Dankeschön. Hier haben wir jetzt diese wunderbaren Prachtkeulen. Ich koche, wie gesagt, das Hühnerfrikassee besonders gerne, einfach nur aus Keulen, weil für mich Keulen wesentlich aromatischer sind, wesentlich saftiger, besteht aus vielen kleinen Muskelsträngen, immer von ganz leichten Fettfilmen umzogen. Und dadurch wird das Hühnerfrikassee oftmals nicht ganz so trocken. Und selbst beim zweimaligen Aufwärmen zerfasert das Fleisch nicht ganz so, was man sonst bei einer Brust hat, wenn sie immer mehr in ihre Einzelteile zerfällt. Deshalb wirklich ausschließlich Keulen. Für die Grundbrühe habe ich jetzt hier einfach ein Stück Alufolie in einen Topf gegeben. Eine halbierte Zwiebel mit Schale, mit allem drum und dran, leicht angeröstet. Das bringt jetzt Geschmack gleich in die Brühe. Dann einfach nur die Keulen in den Topf hineingeben. Ich brate sie jetzt nicht mit Absicht an, das ist nur, weil der Topf ein bisschen Resthitze hat. Leicht salzen. Wenn Sie keine Kinder im Haus haben, Schuss Weißwein. Und natürlich die Brühe ziehen wir selber, das heißt, wir müssen jetzt nicht künstlich Brühe hinzufügen. Einfach noch ein bisschen Wasser auffüllen und anschließend zusammen mit ein paar Gewürzen die Keulen auskochen. Zum einen natürlich, dass das Fleisch weich wird und zum anderen natürlich setzen wir das Ganze kalt auf, damit viel Geschmack aus dem Fleisch wirklich in die Brühe übergeht. Beim Hühnerfrikassee ist das eigentlich Spannende, die Soße soll der ganze Geschmack in der Soße drin sein. An Gewürzen gebe ich hinzu 3 Lorbeerblätter, ein paar Wacholderbeeren, 2, 3 Nelken,
So. Bei Nelken immer ein bisschen vorsichtig, gerade bei den europäischen Nelken, die wir hier haben. Und einen guten halben Teelöffel Pfeffer. Damit ich das Ganze, die Soße nachher nicht passieren muss, gebe ich die Kräuter jetzt einfach in so einen Gewürzbeutel, in so eine Art Teebeutel. Und braucht die nachher nicht mühselig raussuchen. Das Ganze jetzt hineingeben und Deckel drauf, zum Kochen bringen und circa, ich würde sagen, 25 bis 30 Minuten, je nach Keulengröße. Und mit Hilfe des Fonds setzen wir gleich die Soße an. Die Zwischenzeit nutzen wir dazu, ein bisschen ein schnelles, einfaches Dessert zu machen. Und passend jetzt zur Jahreszeit machen wir ein paar Erdbeeren. Zu Erdbeeren kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Außer, dass ich persönlich die etwas kleineren Früchte bevorzuge. Hier das Grüne einfach nur rausschneiden, die Erdbeeren natürlich vorher waschen. Kleinere Früchte lassen wir im Ganzen, die werden nur sehr, sehr kurz mariniert. Ich bin Freund davon, gerade bei Erdbeeren, dass sie nicht stundenlang im Zucker einliegen. Dadurch werden sie latschig und matschig, dann kann ich sie gleich aus der Tüte nehmen. Die Zeit, die ich dafür benötige, kann ich nutzen, indem ich meine Kokossahne schon mal herstelle. Und das ist ein ebenfalls unspektakuläres, aber sehr, sehr schmackhaftes Dessert. Dazu brauche ich ein bisschen Sahne. Sag mal, guten Viertel Liter, 250 Milliliter, 300 auf die Menge gleich. Ja, ein bisschen mehr. Dann Vanillezucker. Wenn es geht, selbstgemachten. Der hat nicht so dieses bissige wie der künstliche Vanillezucker mit dem künstlichen Aroma. Relativ einfach, wenn Sie sich mal die Ausgaben gönnen einer Vanilleschote, die sind relativ teuer. Was Sie meistens nur benutzen, ist das Mark, was praktisch in der Schote drin ist. Dann kratzen Sie die Schoten aus, benutzen das Mark. Die Schote selber legen Sie einfach in normalen Haushaltszucker ein und stellen sozusagen Ihren eigenen Vanillezucker her. Sehr aromatisch, besser als jedes Kunstprodukt. Sehr einfach auch. Und schlagen das Ganze jetzt schön auf, stinknormale Schlagsahne. Die wiederum wird gleich noch verfeinert mit ein bisschen Kokosnussfett. Wir haben eine Dose Kokosnussmilch gekauft. Und wenn man die nicht viel bewegt, dann trennt sich in der Kokosnussmilch das Fett von dem Wasser. Das heißt, unten ist das Wasser drin, oben schwimmt das Fett. Nicht großartig schütteln, sondern die Dose einfach nur öffnen, das Fett runternehmen und anschließend mit der Sahne vermengen. So, wie gesagt, die Erdbeeren einfach nur vom Grün befreien. Anschließend marinieren mit einer ganz leichten Note Vanillezucker oder Reimzucker. Puderzucker wäre auch gut. Ich möchte jetzt hier nur ein wenig die natürliche Süße der Erdbeere unterstützen. Das soll nicht richtig süß werden wie Marmelade, sondern wirklich nur ganz leicht rauskitzeln. So. Wie gesagt, ganz leicht Vanillezucker. Die Menge reicht mir wirklich ein Teelöffel. Schuss Orangenlikör. Nicht zu viel. Und das Ganze jetzt gut miteinander vermengen. Nicht so lange ziehen lassen. Die Erdbeere soll jetzt richtig schön knackig bleiben. So. Anschließend gebe ich jetzt gleich noch hinzu ein paar Kokosraspeln, damit das Ganze, die Kokosnussmilch und die Kokosnussraspeln vom Geschmack her etwas stärker kommen, um den Geschmack noch zu unterstützen, werden die Kokosraspeln einfach leicht angeröstet, ohne Fett, ohne alles. Wichtig hier ohne Fett, denn die Nuss als solches bringt wirklich genug Eigenfett mit. Und jetzt kommen wir zur Milch. Die Dose nicht schütteln, lassen Sie vorher, wenn es geht, 12 Stunden stehen, dann reicht das schon. Öffnen. So. Und jetzt sieht man hier oben das wunderbar. Das Kokosnussfett richtig, die richtige Kokosnusscreme. Darunter befindet sich das Wasser. Das sieht man allerdings erst, wenn man es abgehoben hat. Bisschen vorsichtig, damit die Sahne auch Stand hat. Einfach nur glatt rühren. Warten, bis die Sahne fertig ist. Wenn die Sahne dann schön steif geschlagen ist, zusammen jetzt mit der Kokosnussmilch verrühren, mit dem Kokosfett. Die Menge des Zuckers, die Sie hinzugeben, bestimmen Sie selber, wie süß Sie das Ganze haben wollen. Die Kokosraspeln, bevor sie schwarz werden, ausstellen.
Und jetzt eigentlich ganz simpel alles nur anrichten. Die Erdbeeren auf den Teller geben. Und das ist wirklich ein tolles Gericht, frisch aus dem Kühlschrank. Auch an heißen Sommertagen, trotz der Sahne. Eigentlich wie so ein simpler Erdbeerkuchen ohne Teig. An Geschmack lässt es wirklich absolut nichts missen. Alles da, was wir brauchen, Erdbeeren, Sahne. Lecker ist es auch noch. Zum Schluss, für die besondere Note, noch ein bisschen von den Kokosraspeln da drüber. Das ist wirklich ein wunderbares, einfaches, schnelles Dessert, in wenigen Minuten zubereitet. Großartig vom Geschmack her. Ich finde, es sieht auch noch ganz toll aus. Das Ganze stelle ich jetzt noch 10 Minuten kalt, damit wir es gleich essen können, nach dem Hühnerfrikassee. Aber so einfach kann Dessert sein. Lecker, lecker. So, das Dessert kühlt jetzt ein bisschen runter. Die Keulen hatten jetzt gute 25, 30 Minuten durchzuziehen. Jetzt einfach nur aus der Brühe rausholen. Ganz bewusst mit Haut angesetzt, wenn ich finde, ein bisschen in der Haut befindet sich natürlich auch das Hühnerfett. Und ein bisschen Hühnerfett brauche ich wirklich, damit die Brühe auch richtig schön aromatisch wird. Ruhig ein bisschen mehr ansetzen, vielleicht nicht unbedingt nur die Masse fürs Hühnerfrikassee. Dann kann man sich ein bisschen was kalt stellen im Kühlschrank. Und wenn man dann die Erkältung hat, kann man sich auch das schnell zu Genüte führen. Ilja, wir haben uns vorhin schon kennengelernt. Du hast mir versprochen, du gehst mir ein wenig zur Hand. Die Dinger sind scheiße heiß, deshalb machst du das bitte. Einmal nach vorne kommen. Wenn es geht. Wenn es geht, die Haut, die Haut einfach nur ablösen. Mhm. Und jetzt vorsichtig das Fleisch einfach nur in gefälligen Stücken runterzupfen. Wenn etwas größere sind, schneiden wir sie gleich noch mit dem Messer ein bisschen klein. Oh, das machst du einmal bitte. Alles klar. Dann brauchen wir haben die Brühe, das Huhn wird gezupft, Ilja. Jetzt kochen wir aus der Brühe, die besteht aus ein bisschen Weißwein, dem Geschmack aus den Keulen. Dann hatten wir Lorbeer drin, Nelken drin, Pfeffer drin, Wacholderbeeren hatten wir auch noch drin, ein bisschen Salz. Hier sieht man das wunderbar, ganz leichte Fettaugen, nicht zu viel davon und daraus kochen wir jetzt die Soße. Klassischer Ansatz eines Hühnerfrikassees ist die Bechamel. Die Bechamel besteht eigentlich aus Butter, die zunächst geschmolzen wird. Dann gebe ich ein wenig Mehl hinein. Das Ganze lasse ich leicht anschwitzen, damit der Mehlgeschmack verschwindet, in den Hintergrund geht und fülle das dann anschließend mit der Brühe auf. Die Butter, man rechnet ca. 40 bis 50 Gramm Butter und 50 Gramm Mehl auf ungefähr 1 Liter Flüssigkeit, dann haben Sie so die optimale Bindung. Wenn Sie es etwas dicker haben möchten, geben Sie weniger Flüssigkeit hinzu oder erhöhen den Anteil von Mehl und Butter. So, was habe ich gesagt? 40, 50 Gramm, ne? Ja, ungefähr. Vorsichtig jetzt hier nicht zu heiß, dass das Mehl keine Farbe bekommt. Eher, du kochst zu Hause? Ja. Spezialität, gibt es eine? Nö, eigentlich alles so Hausmannskost, bisschen italienisch mal was aus dem Wok. Hühnerfrikassee schon gemacht? Nein, noch nicht. Diese Bechamel schon gemacht? Nein, auch noch nicht. Dann schau mal hier genau zu, weil du bist relativ fix unterwegs. Das jetzt ist hier ungefähr wirklich der optimale Punkt, das Ganze gleich mit Brühe aufzufüllen. Das heißt, ich habe hier so eine ganz leichte Creme, die ganz leicht zerläuft. Fett und Mehl hat eine schöne Verbindung eingenommen, das ist das optimale Verhältnis. Mehr Farbe sollte es jetzt nicht haben. Was machen wir jetzt, Schieder? Flüssigkeit rein. Richtig, welche? Brühe. Richtig, die haben wir angesetzt. Und hier, normalerweise steht in den ganzen Fachbüchern, dass man ein bisschen aufpassen muss, damit die Soße nicht verklumpt. Solange ich aber eine heiße Mehlbutter habe und heiße Brühe auch hinzugieße, kann da eigentlich so gut wie gar nichts passieren. So, jetzt kannst du weiterpulen. Ich gebe jetzt so viel Brühe hinzu, dass ich für mich eine angenehme Bindung habe. Was aber natürlich nicht fehlen darf, ist ebenfalls Gemüse.
in ein... Bei uns Familienhühnerfrikassee gehören immer definitiv ein bisschen weißer Spargel, grüner Spargel, Erbsen und Champignons. Die Erbsen lasse ich raus, weil die gehen nachher bei mir in den Reis rein. Was wir aber hineingeben, sind kleine Champignons und natürlich Spargel. Spargel ist jetzt nicht das ganze Jahr über am Markt erhältlich, zumindest nicht der weiße. Der grüne ist eigentlich komplett gleichmäßig im Preis und gleichmäßig auch in der Verfügbarkeit vorhanden. Der weiße Spargel, da konzentriere ich mich doch immer sehr, sehr stark auf die deutsche Variante. Den Spargel einfach nur schälen. Dann habe ich mir ein leicht gesalzenes, leicht gesüßtes Wasser aufgestellt. Hier unten. Untere Drittel abschneiden, das ist immer etwas holziger. Und jetzt den Spargel einfach nur in gefällige Stücke schneiden. Ungefähr gleiche Größe wie das Hühnerfleisch. Ja, kommt ungefähr hin. Das Schöne beim grünen Spargel ist, normalerweise kürzere Garzeit als der weiße Spargel. Da es jetzt hier aber gleich ganz kurz anblanchiert wird, ist es nicht ganz so entscheidend, denn das Blanchieren mache ich ja wirklich ausschließlich darum, dass die grüne Farbe von dem grünen Spargel erhalten bleibt. Alles nur klein schneiden. Und jetzt das ganze Gemüse einfach nur nehmen und ganz leicht ankochen. 1-2 Minuten. Dadurch bleibt es nachher im Hühnerfrikassee knackiger und vor allem auch farbenfroher. Die Konsistenz hier, beurteile die einmal ganz kurz, Ilja. Wie findest du das für einen Frikassee? In Ordnung. Für mich persönlich ist sie ganz leicht zu dick. Das erkenne ich für mich hier an diesem Blasenschlag. Das sieht so ein bisschen puddingartig aus, ja. Was jetzt aber noch gar nicht dramatisch ist, denn wir geben jetzt noch Champignons hinzu. Die bestehen ja zusätzlich auch noch aus Wasser. Einfach ohne Anbraten, ohne alles. Dadurch entsteht ein spezieller Geschmack in dem Frikassee. Wenn es geht, kleine Köpfe, die etwas größeren, müssen sie halt kurz zerteilen. Die ziehen jetzt Wasser, verdünnen mir die Soße danach. Dann gibt der Spargel ebenfalls noch Wasser ab. Und ganz zum Schluss, wenn ich mit der Konsistenz immer noch nicht zufrieden bin, kann ich entweder ein bisschen Brühe hinzugeben oder aber, wie ich es ganz gerne mache, einfach noch ein paar Tropfen Sahne. Dadurch wird die Soße etwas cremiger und sämiger. Gewürz, Kräuter, was würden wir hier reinmachen? Pfeffersalz. Pfeffersalz. Pass auf, Ilja. Du machst das mal. Du probierst mal und sagst mir, was da fehlt. Pfeffersalz würde ich auf jeden Fall sagen. Könnt ihr noch ein bisschen Süße? Mach. Das Schöne ist beim Kochen, dass es wirklich nicht weiter schwierig ist. Es gibt immer wieder das Argument von Menschen, die mir erzählen wollen, sie könnten... Kann nicht scharf genug sein. Naja, beim Frikassee, das ist schon eher so etwas magenschonende Kost als solche. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es einen sehr milden, leicht süßlichen Geschmack hat. Statt Pfeffer benutze ich übrigens bei solchen Frikassees oder bei weißen gebundenen Soßen eher Cayenne-Pfeffer, weil Cayenne-Pfeffer dem Ganzen etwas mehr Tiefe verleiht. Estragon hinzugeben. Ja. Gut rühren. Schon mal probieren. Ich gieße derweil einmal ganz kurz das Gemüse ab. Ja. Was sagt der Experte? Das bringt die Würze, ja. Da kommt langsam was hinein. Ja. Und tun Sie sich selber den Gefallen, wenn Sie mal was probiert haben beim Kochen. Oftmals ist es so, was mir viele Amateure, oder nicht Amateure, aber Haushaltsköche erzählen, dass wenn Sie was kochen, Sie probieren was und da fehlt irgendwas. Größten Fehler, den man jetzt machen kann, hinten den Gewürzschrank aufreißen und alles fröhlich reinschmeißen, sondern meistens ist es wirklich nur, was er schon sagte, ein bisschen Süße, es ist oftmals nur Salz und nachher auch ein bisschen Säure. Denn wenn ich was Süßes schmecken möchte, muss ich auch ein bisschen Säure als Gegenpol haben. Relativ wenig verschiedene Geschmäcker miteinander kombinieren ist gerade für Anfänger der sicherere Weg, als jetzt 34 verschiedene Gewürze zu benutzen. Jetzt den Spargel noch mit hinzugeben. Ja. Umrühren, Ilja. Jetzt haben wir ein einziges Problem. Was fehlt jetzt in dem Hühnerfrikassee noch? Das Huhn. Sehr gut. Ansonsten wäre es ein Gemüseeintopf. Das Huhn hineingeben, nicht kräftig rühren. Und jetzt probier einmal noch. Einmal kurz die Soße probieren, um wirklich zu zeigen, was Cayenne-Pfeffer ausmacht nachher. Nicht viel. Wirklich nur eine kleine Prise. Es wird ganz leicht, die Schärfe wird ganz leicht am Gaumen durchkommen. Das Ganze jetzt noch einmal kräftig durchkochen. So. Den Cayenne-Pfeffer auch ein bisschen Chance geben, sein Aroma zu entfalten. Nochmals den Löffel reinhalten.
ist in Ordnung. Vielleicht ein bisschen Zitrone noch. Wenn du ein bisschen Säure. Zitrone. Ist so, ist das das Zeichen für dich, der Ausdruck von totaler Begeisterung? So, ja. So, passt. Ja. Passt. Bisschen Zitrone, genau richtig. Wer ist denn, Sie mögen kein Hühnerfrikassee. Weil Sie sagten vorhin zu mir, Hühnerfrikassee ist für Sie Magenschonkost. Für mich ist Hühnerfrikassee eines der besten Gerichte, die jemals erfunden worden sind. Ja, da war ich aber auch noch nicht hier. Das ist noch Kantine Klinikum Essen. Ja, aber ich finde, es wie bei der Bolognese. Selbst ein schlechtes Hühnerfrikassee ist immer noch ein gutes. Mal probieren. Die Schuhe putze ich ihn nachher. Kein Vergleich. Also es hat doch wirklich nichts mit Schonkost zu tun. Das ist auch ein fantastisches Essen. Es hat viele Vorteile. Es ist wirklich günstig, es ist einfach herzustellen. Also nochmal, das Hühnerfrikassee hat für mich nur Vorteile. Es ist günstig, die Produkte sind meistens ganzjährig zu bekommen, zumindest der grüne Spargel, die Pilze, die Soße ist einfach herzustellen. Man muss nicht stundenlang am Herd stehen. Und selbst Ilja, mein alter Freund und Kupferstecher, hat das Ganze geschmacklich perfekt abgerundet. Da habe ich meine Finger nicht mit drin gehabt, das hast du ganz alleine gemacht. Dein Applaus, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Dazu machen wir einen schnellen Risi-Bisi. Für mich Reis eigentlich so eher so eine Beilage für Magenkranke. Ganz selten eingesetzt von mir. Ich bin da nicht so ein großer Freund davon. Aber beim Hühnerfrikassee gibt es einfach nichts Besseres als Reis. Etwas würziger machen wir das Ganze mit ein paar gewürfelten Zwiebelwürfeln. Ein paar gewürfelten Zwiebelwürfeln. Mit ein paar kleingeschnittenen Zwiebelwürfeln schwitzen sie ganz leicht an. Salzen das Ganze. Hier habe ich ganz normalen Basmati-Reis, 10 Minuten kurz gekocht, anblanchiert, eben so wie das Gemüse. Etwas körniger als eigentlich noch sein sollte. Werde ich gleich so ein bisschen Risotto-ähnlich zubereiten. Jetzt mein Lieblingsgemüse. Ich habe Sport gemacht. Wie oft will ich das eigentlich noch erzählen, dass ich Sport gemacht habe, nur weil der dicke Mann nicht mehr hochkommt. Hier mein Lieblingsgemüse, oft schon erzählt, tiefgefrorene Erbsen. Kann ich wirklich an alles dran machen. Kartoffelsalat, Nudelsalat, sämtliche Pastasoßen, Fisch, Fleisch, püriert, Suppen, Soßen. Ich mag einfach Erbsen. Passen hervorragend zu diesem leicht süßlichen Geschmack des Hühnerfrikassees. Die ebenfalls mit andünsten. Eigentlich brauche ich sie nur auftauen. Den Reis hinzugeben. Und auch der darf in diesem Falle mal nachher schmecken. Richtig schön heiß werden lassen. So. Und wir hatten ja eben schon das Beispiel der jungen Dame, die sonst immer sagte, dass Hühnerfrikassee mit Reis eher so schonkostmäßig ist. Das Ganze vermeide ich, indem ich ein kleines Flöckchen Butter hinzugebe. Dadurch wird der Reis noch reichhaltiger. Und ein bisschen Brühe habe ich noch über von meinem Frikassee. Die Restfeuchtigkeit braucht der Reis jetzt, weil ich extrem körnig gekocht habe. Das Ganze jetzt wirklich nur noch einmal heiß machen, ganz wenig Feuchtigkeit angießen. Der Reis soll jetzt eigentlich eher gedämpft werden. Und dann können wir uns eigentlich auch schon ans Anrichten machen. Und dann wird gleich lecker, lecker gegessen. Oh, wirklich gut. Reis zum Warmhalten optimal, unten einfach nur ein bisschen angießen. Warme Platte, Deckel drauf. Dann können wir jetzt alles nach vorne holen. Wir haben zunächst einmal hier nochmal das Dessert. Einfacher, aber krönender Abschluss des heutigen Gerichtes. Kommen wir jetzt zu unserem Reis. Und da, das Auge isst ja immer mit und die Mühe geben wir uns auch wirklich zu Hause. Hab ich hier so ein kleines Ringchen. Das ist so typisch 80er Jahre, so wie die Tomatenrose oder 60er sogar.
Das ist wirklich uralte Küche, aber ich finde beim Hühnerfrikassee, das ist nun mal ein klassisches Rezept. Und es gibt einfach Rezepte und Gerichte, die muss man nicht neu definieren, die muss man nicht neu erfinden oder neu darstellen, sondern das mache ich nach wie vor so, wie Oma mir das früher gemacht hat. So einen schönen Reisring. Das ist oldschool jetzt. Wenn Sie das nicht haben, dann nehmen Sie einfach eine kleine Kaffeetasse oder so. Ja. So hat man das früher in den 70er Jahren auf jedem Ausflug, in jedem Ausflugslokal bekommen. Schöner Reisring, lecker, lecker. Und jetzt, da. Herrlich sieht das aus. Das Hühnerfrikassee einfach nur in den Ring einfüllen. Und gerade diese kleinteiligen, etwas stückigen Gerichte lassen sich verhältnismäßig schwierig optisch spannend darstellen. So, das Auge ist mit, bisschen was Grünes drauf und eigentlich ein Gericht ohne jeweilige Kreativität, sondern ganz traditionell, ganz klassisch, so wie ich es kennengelernt habe, bisschen schneller zubereitet, dadurch, dass wir nur die Keulen genommen haben, ist fertig. In meinen Augen das beste Hühnerfrikassee der Welt, weil es nicht nur von mir gekocht ist, sondern weil es auch wirklich fantastisch abgeschmeckt worden ist von Ilja. Ihnen zu Hause vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Viel Erfolg beim Nachkochen, probieren Sie es aus. Es ist wirklich lecker, es ist ganz fantastisch. Dankeschön, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und am Habba Habba.